Es gibt wieder Reisepläne. Weihnachten ist gerade vorbei. Der Tannenbaum, der steht noch. Und wir haben geplant, am 1. Februar 2023, also in gut einem Monat, nach Thailand zu fliegen, über Dubai. Und da haben wir uns gleich mal zwei Wünsche erfüllt: A, dem Winter zu entfliehen, und B, auch nochmal mit dem A380 zu fliegen von Dubai nach Bangkok. Ja, in Bangkok kommen wir an am 2. Februar und bleiben dort erstmal 3 Tage. Ich muss dazu sagen, dieser Urlaub, den wir geplant haben, der wird über 43 Tage gehen. Klingt viel, ist aber für so ein großes Land gar nicht so viel. Wir haben vor, in den Isan zu fahren als erstes und dort mal so eine richtig schöne Schleife zu machen. Über Nakhon, Ratchachima, Richtung Nong Khai und dann am Mekong entlang Nakhon Phanom, den Fluss abwärts, dann über Udon Ratchasthani und Surin, dann wieder Richtung Bangkok. Das lassen wir allerdings liegen, weil wir wollen ja noch in den Süden fahren. Ja, wie gesagt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kleine Stationen im Nordosten von Thailand, also rund 20 Tage, die wir dort verbringen wollen. Wir werden als Verkehrsmittel wahrscheinlich wählen, einen Teil mit der Eisenbahn zu machen, zumindest bis Nong Khai, um dann einen Mietwagen zu nehmen in Nong Khai und diesen dann schlussendlich in Hua Hin, also in der Mitte von Thailand, fast schon Südthailand, dann abzugeben. Ich habe jetzt mal meine Karte hier vorbereitet für mich. Da muss ich mal auf die entsprechenden Punkte gucken. Jo, vom Isan geht es dann, wie gesagt, Richtung Chonburi, dann Richtung Phetchaburi, wo wir über 2 Tage bleiben möchten, um dann in Phratsiokirikan doch etwas länger zu bleiben, weil da habe ich nämlich, soweit ich mich recht entsinne, Geburtstag, und da wollen wir mal ein bisschen relaxen, 4, 5 Tage. Man muss ja auch mal Urlaub im Urlaub machen, um dann weiter Richtung Süden nach Bang Saphan zu fahren. Das Ganze werden wir dann wahrscheinlich wieder mit der Bahn machen, um dort eben, wie gesagt, einen Badeurlaub, aber auch eben Nationalparks noch anzuschauen. Ja, und in der letzten Phase werden wir dann über Hua Hin und Samut Songkran Richtung Bangkok fahren, um dann schlussendlich am 15. März wieder nach Hause zu fliegen. So, soweit der Plan. Aber jeder gute Plan ist im Grunde genommen zu ersetzen durch einen noch besseren Plan. Das heißt, wir sind uns nicht ganz sicher und haben also bis jetzt auch noch keine Hotels gebucht. Denn wenn wir unterwegs sein werden, so wie ich ja eine Reise empfinde, dann ist es immer so, es gefällt einem an einem Ort besonders gut und dort bleibt man dann länger. Das heißt, also alle Hotels werden entsprechend dann via Internet dann, wenn sie gebraucht werden, dann gebucht. Wir sind also ganz zuversichtlich, dass es immer genügend Hotels gibt. Ich kann sagen, bis jetzt bin ich auch noch nicht enttäuscht worden. Ich selbst bin ja schon seit vielen Jahren begeisterter Thailand-Urlauber mit allen möglichen Verkehrsmitteln, mit Bahn, Bus, natürlich Motorrad und zuletzt 2020 mit Motorrad und Auto und natürlich auch mit Partnerin, denn Conny wird nämlich auch mitkommen und die freut sich schon tierisch darauf. Aber wie gesagt, ein Plan ist dazu da, auch um umgeworfen zu werden. Wir werden sehen. Es wird dann regelmäßige Updates oder beziehungsweise Reiseupdates geben, wenn wir unterwegs sind. Also Start 1. Februar. Bis dahin. Tschüss.